Mein Name ist Katrin und wir haben heute wieder eine Sneak Peek. Sprich, wir schauen uns ein Bild von David Adlab an, das morgen erscheint am 25. Februar. Alles genau wie die Uhrzeit und so weiter findest du unten in der Infobox. Es ist ein eckiges Gitter, das sehen wir daran, dass es hier blau ist und hier am Symbol. Und es ist The Filigree Stack. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, von Heather R. Hitchman. Es ist eckig, wie gesagt, und 42,8 mal 66 cm. Da sehen wir schon mal eine kleine Vorschau des Bildes. Filigree Stack ist wieder aus der Fantasy-Welt, die Heather R. Hitchman rund um ihre Bilder so erschafft. Und ja, ich bin sehr gespannt auf diesen Stack bzw. Hirsch. Wir schauen mal direkt zusammen rein. Ne? Box, wie immer, steht drauf, wie man Diamond Pendant, und die sieht hübsch aus und schützt unser Bild und den Inhalt. Aber uns kommt es ja darauf an, was drin ist. Und zwar haben wir da einmal unseren Sticker. Der kommt bei mir hier draußen auf die Box drauf, damit ich sehe, was drin ist, so wie meine Bilder gelagert sind. Man kann es aber auch ins Journal tun oder wo immer man auch möchte. Es sind alle Daten drauf, die man so braucht. Hier haben wir unser Toolkit und da schauen wir auch gleich zusammen mal rein. Und hier kommt der Rest, nämlich unsere Leinwand und die Steinchen. Jawohl, Toolkit, wieder verschließbarer Beutel, müsst ihr nicht unbedingt hier aufreißen. Man kann den auch ganz toll hier oben aufmachen und wieder zu. Und da habt ihr alles drin, was man so zum Starten braucht. Oh, die Farbe vom Stift ist ja toll. Mega, richtig geile Farbe. Also, einen Diamond Painting Stift mit einem Squishy. Die sind super, die Stifte. Ich arbeite da oft mit, obwohl ich ja so irgendwelche coolen, teuren, fancy Stifte habe. Aber trotzdem. Ein 7er und ein 4er Mehrfachsetzer. Mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne. Wenn man damit das erste Mal paintet, dann fängt man mit dem 4er mal an und dann kann man sich zu einem 7er hocharbeiten, wenn man ein bisschen sicherer ist. Ne? So, hier haben wir unser Schiffchen mit einem Stopper vorne drin, den kann man so rausmachen und wieder rein, damit einem die Steinchen da nicht rauspurzeln. Dann haben wir hier so ein kleines Döschen, da sind zwei Stückchen Wachs drin, die sind nochmal mit Folie geschützt, die muss man natürlich erstmal zur Seite machen oder abziehen, bevor man da seinen Stift mitfüllen kann. Dann haben wir des Weiteren natürlich unsere obligatorischen Zipptütchen in einer Zipptüte zum Abkitten oder für Reste. Und weil es ein eckiges Kit ist, haben wir natürlich auch unsere spitze Pinzette, mit der kann man painten, aber man kann damit eben auch Steinchen zurückdrücken. Und ich mache damit auch den Wachs aus meiner Spitze oben raus. Ne? By the way. Dann haben wir noch zwei Goodies. Und zwar einmal Washi-Tape. Das ist schönes Washi-Tape. Das ist ein bisschen Kirschblüten. Cool. Oh. Wenn ihr nicht wisst, wozu man Washi-Tape beim Diamond benutzen kann, dann guckt mal in meine Tipps und Tricks-Playliste. Da habe ich Videos, wie ich so ein Bild vorbereite und da zeige ich auch, was ich damit mache. Und hier haben wir unseren Kameramann, das ist so ein kleines, süßes Schweinchen, Eis am Stiel. Und oh, er ist kaputt. Verdammt. Also, ne, wir haben Magnete, einer gehört eigentlich an die Rückseite und der andere dann unter dieses Bild und eben das hier oben drauf. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Das passiert, das kann passieren. Wir sehen da den Klebefleck. Das mache ich mit Heißkleber oder mit Sekundenkleber wieder drauf. Und schon ist er wieder heile. Sowas kann passieren. Genau, das kommt alles in unserem Toolkit. Also alles, was man braucht, um mit dem Diamond Painting anzufangen. Was brauchen wir noch? Natürlich Leinwand und Steine. Und die sind hier drin. Jetzt mal. Ich liebe die Artwork von Heather R. Hitchman und ich liebe ihre so ein bisschen auch dunkel angehauchte Fantasy-Welt, die so ganz, ganz anders ist als jede andere, finde ich, die man so kennt. Und ich würde sehr gerne ein Buch dazu lesen, wahnsinnig gerne. Hier haben wir einmal ja, den Dankeschön-Brief mit einem Rabattcode von 10%. Den kannst du nach deinem ersten Einkauf einlösen. Bei deinem allerersten Einkauf bei David Adlab kannst du total gerne meinen 15%-Code Chaos15 nutzen. Dann sparst du noch mehr und ich kriege eine kleine Provision. Egal wie, wenn nach auf der Leinwand auch sehen, überall gibt es Rabattcodes. Kauf niemals bei David Adlab zum vollen Preis. Immer Rabattcodes nutzen oder Aktionen
Oder zum Beispiel auch deine Punkte, die du sammeln kannst bei Damit Art Club. In eurer Versandbox ist übrigens auch nochmal der Lieferschein drin. Und da ist auch immer nochmal ein richtig geiler Rabattcode. Im Moment, glaube ich, bestell eins und krieg eins 50% frei. Den kann man zwar nur einmal nutzen, aber da ist immer auch einer drin. Also da immer reingucken, was es da gerade gibt. Genau. So, hier gibt es auch nochmal einen Link oder einen QR-Code zur Facebook-Gruppe. Da kann man Mitglied werden, sobald man das erste Mal bei Damit Adler bestellt hat. Und hier ein QR-Code zum How-to-Paint, Diamond Paint, wie man Diamond painted Video. Hier noch ein paar Tipps und Tricks. Wie gesagt, ich habe da auch eine Playliste. Wenn dir dann noch was einfällt, wozu du gerne mal ein Tipps und Tricks Video sehen möchtest, dann einfach schreiben. Dann gucke ich mal, was sich machen lässt. Dann haben wir hier noch unser Sticker-Sheet. Ja, da steht nochmal alles drauf. Heather Hitchman. Und hier ist die Artwork. Wow. Mega. Eine relativ begrenzte Farbpalette. Ja, nur 28 Farben ist irgendwie klar. Und sehr, ja, nude gehalten. Also sehr, sehr dunkel und gesetzt. Ne, metallisch und grün. Ich bin sehr gespannt. Und wir haben hier zwei Aurora Borealis Farben, AB-Farben, alles unter 150 nimmt damit Adlab für ABs. Und das ist die 106 und die 129 hier. Und die gucken wir uns gleich mal genauer an. Hier haben wir diese Farbpalette. Die ist wirklich sehr gesetzt, sehr dunkel. Aber eben mit diesen hellen Farben dazwischen. Und das wird diesen Effekt machen, auf den ich sehr gespannt bin. Wow. Gucken wir uns das nochmal genauer an. Ne? Hier steht auch nochmal der Name des Kits drauf, damit man da auch immer die zugehörigen Steine für findet, wenn man es zum Beispiel separat lagern sollte. So, wir haben sehr weiche Leinwand, wie immer, und eine sehr schöne Leinwand. Ich liebe die Leinwand von Damit Art Club. Es ist so ein bisschen, als wenn man auf einem Kissen paintet. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, aber das hat bisher sonst noch niemand geschafft. Ich liebe es einfach. So, und ich habe die damit jetzt einmal falsch rum aufgerollt, nur mit gegossenem Kleber sowas machen, bitte, damit sie es ein bisschen schneller für uns flach legt. Ansonsten einfach ein paar Minuten warten. Oder was man auch machen kann, ist, die Folie hier so ein bisschen abzuziehen. Und dann so. Oder mit einem Lineal geht das zum Beispiel auch, wenn ihr da Schwierigkeiten mit habt, das gerade wieder drauf zu kriegen, wieder drauf. Und ihr seht, fup, es liegt gerade. Toll. Also oben haben wir wie immer eben das Logo von Diamond Art Club, Do What Makes You Sparkle, ganz meine Meinung. Und links als auch rechts unten haben wir eben unsere Legende. Und hier nochmal alle Daten zum Kit, unter anderem eben, dass es lizenziert ist von Heather R. Hitchman für Diamond Art Club. Lizenzierte Artwork heißt, die Künstlerin ist dafür bezahlt worden, dass Diamond Art Club hier die Rechte bekommt, dieses Bild zu nutzen und als Diamond Painting zu produzieren. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und hier sehen wir dann auch nochmal den Druck. Nochmal ohne Spiegelung bitte. So, sehr klarer Druck. Ich habe da tatsächlich noch nie Probleme bekommen. Gucken wir uns den Kleber mal an, das gegossener Kleber. Hier unten haben wir nochmal, wie ihr seht, ne, Rabattcode. Und hier haben wir die Social Media Accounts. Da kann man immer sehen, was Samstag so Neues erscheint. Und hier nochmal eure Garantie auf die Steinchen und die Leinwand. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, schreibt damit Adlab an. Auch gerne auf Deutsch. Die jagen das dann durch den Google-Übersetzer und antworten euch. Ja, ihr braucht keine Angst haben, auch wenn ihr nicht so gut Englisch sprecht. Das ist kein Hindernisgrund. Das ist denen ihr Job, euch zu helfen. Also nutzt es, weil die Bilder sind teuer. Und wenn was nicht stimmt, dann möchte der Shop das auch wissen. Ne? Muss der immer machen. So, jetzt aber mal zum Bild. Toll. Es ist wieder nicht so breit, ne? 42,8 und 66. Ich finde, das ist so ein Sweet Spot. Das ist so eine sehr angenehme Größe. Und wir haben hier wirklich viel hellen Bereich. Und ich sehe schon, dass wir viele weiße Ebis da drin haben werden. Seht ihr die Eins? Das Geweih. Wow! Und da haben wir den
Hirschen. Ne? In den Augen sehe ich auch schon Ibis. Und ich sehe hier unten auch schon die Ibis. Also ganz tolle Artwork. Ne? Hier ist dieser Busch und er steht dahinter. Und Steak heißt ja Hirsch und Filigree oder Filigree ist ja diese so filigrane Stahlarbeiten meistens. Ne? Also was wir hier sehen, das ist ja was, was man jetzt zum Beispiel an der Garderobe hätte oder in so einer Skulptur oder sowas nimmt aus Metall. Genau, und das ist damit gemeint, zumindest so meines Erachtens. Wir haben hier oben sehen was, Color Blocking, aber ja, also mit Übergängen viel trotzdem schöne Vielfalt in den Farbwechseln. Wir werden hier schöne Übergänge haben, auch wenn es sehr, sehr dunkel ist an der Stelle vom Bild. Ja, das ist die hellere Stelle vom Bild, aber trotzdem, ne? Nicht bunt, sondern wir haben hier einen Farbverlauf, den sehen wir hier. Und diesen Farbverlauf, den sieht man auch hier eben in den Symbolen sehr, sehr gut. Und hier unten haben wir dann den dunkleren Bereich vom Bild. Und sowohl das Geweih als auch hier die Glühwürmchen werden da richtig rauspoppen. Und wir schauen uns jetzt, oder ich hole jetzt hier mal die Steinchen raus, damit wir uns die zusammen angucken können. Und ihr könnt derweil mal kurz übers Bild gucken und euch das nochmal genauer anschauen. Und wir sehen uns gleich hier wieder. Da sind wir wieder. Ich habe hier die Steinchen und ihr habt schon mal, ne, geguckt, wo die ABs hinkommen. So. Sehr dunkle Farben, aber trotzdem toll. Hier nehme ich einen Grünton. Seht ihr das? Wie dunkel, aber doch. Also, es ist ein toller Grünton. Toll. Wie ich immer frage, seht ihr das? Natürlich seht ihr das. Schönes Steinchen. 3808. Die 646, die 926, die 648, die 844, die 3022 und die 106 und der erste AB. Und da haben wir zwei Tütchen von voll. Hier seht ihr, ein AB ist ein Aurora Borealis Steinchen. Die haben hier so eine ganz spezielle Beschichtung, die das Licht so reflektieren wie die Nordlichter, ne? So ein bisschen wie Meerjungfrauenschuppen, so regenbogenartig widerspiegeln. Und damit kann man ganz tolle Akzente setzen. Wir schauen uns gleich mal an, wo es hinkommt. Und wir haben es ja schon so ein bisschen gesehen, ne? Das ist im Geweih. Ja? Also das Geweih ist dann auch nicht ganz weiß, sondern das ist ja dieses so ein bisschen leicht beige. Ne? Boah, da bin ich sehr gespannt. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das wirken wird. Hier hatten wir das ja gerade schon gesehen. Wir gucken uns das gleich aber nochmal genauer an. So, dann die 823, zweimal, die 939, zweimal. Das sind ja dann schon wieder Farbtöne, die fast schwarz sind, dreimal sogar. Dann die 924, sehr, sehr dunkles Grün. Zweimal, die 3768, zweimal, ne, den Blauton. Und die 310. Die 3053, die 645, die haben wir zweimal, die 336, zweimal, die 3750, auch zweimal, die 3024, zweimal, die 647, die 966, das ist ja schon Farbflash hier, das ist wahrscheinlich für den oberen Bereich, ne?
Dann die 772, das ist auch schon fast ein Farbflash, auch das für den oberen, helleren Bereich. 3371 und bang, Pop of Color, NYX AB, die 129. Huch, huch. Das ist ein gelber AB und das haben wir schon gesehen, das sind die Glühwürmchen hier. Schauen wir uns aber gleich auch nochmal an, ob das auch stimmt und ob das noch woanders hinkommt. Ich male noch in die Augen. Das haben wir ja auch gerade schon gesehen. 3052, die 838, die 934, die 3787, die 3823 und die 3021. Wer hat ein Bingo? Wir schauen uns mal jetzt an, ob ich recht hatte, wo die ABs so hinkommen. Hier sind sie also unsere ABs. Einmal die 106, das ist dieser beigefarbene, sehr gesetzte. Und dann haben wir hier ein bisschen knalliges Gelb, die 129. Wo kommen die hin noch? Gucken wir noch mal kurz. Lass uns das noch mal bestätigen. Die 106 haben wir zwei ganze Beutelchen von. Und das liegt einfach daran, dass die hier im Geweih überall ist. Ihr seht es hier, da. Die äußeren Teile oder Bereiche des Geweihs jeweils. Da ist überall dieser Ebi. Hier, das ganze Helle hier ist dieser AB und der wird sehr hell wirken, weil wir hinten dran ja dunkel sind. Finde ich gut, dass das nicht so ein knalliges Weiß ist, weil, mal hier nochmal gucken, ja, das ist ja alles ein bisschen weicher hier oben, ne? Seht ihr das? Und dann ist es nicht so krass, nicht so heftig, der Übergang, sondern etwas weicher. Da bin ich sehr gespannt. Und dann haben wir hier noch unseren gelben. Und der kommt, haben wir ja vorhin auch schon gesehen und ich habe es schon gesehen, hier überall in diesen Glühwürmchen drin vor. Ich sage jetzt mal, dass das Glühwürmchen sind. Ja, hier oben auch, also nicht alleine. Das ist auch wieder so ein Farbübergang. Also es werden weiche Übergänge hier geschaffen. Wow. Das wird dem Bild dann auch gerecht und der Artwork. Wirklich toll. Wirklich toll. So, und hier sehen wir auch diese dunklen Farben. Da muss man dann beim Händen ein bisschen aufpassen, weil wir haben hier kein Color Blocking. Hier, ne? Und die Farben sind dann auch alle ähnlich, weil wir haben ja gesehen, das sind alles so Farbabstufungen, die ineinander übergehen. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, wie man paintet, weil das ist schon Konfetti hier, für mich zumindest. Also es ist kein Color Blocking. Wir haben hier zwischen den Bäumen ein bisschen Color Blocking, aber auch da müssen wir aufpassen. Hier haben wir zum Beispiel dieses Prozentzeichen und, hier diese zwei Punkte, beide auf einem schwarzen oder sehr dunklen Hintergrund. Und da muss ich aufpassen, wenn ich im Flow bin, dass ich da, ne, das nicht verwechsel. Das ist schon ein bisschen anspruchsvolleres Bild. Und auch hier oben geht es aber von den Symbolen her, weil die Farben hier sehr unterschiedlich, dargestellt werden. Und hier im Hirschgeweih natürlich auch. Aber beim Hintergrund muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Hier ist nämlich zum Beispiel auch wieder vermeintlich Color Blocking. Aber hier schummeln sich dann so kleine Faust rein und dann geht das so über. Das sorgt für Farbverläufe. Mega. Also mal wieder Daumen hoch für dieses Rendering. Wahnsinn. Wahnsinnig gut. Wirklich schön. Ich bin beeindruckt. Es ist nicht leicht, so dunkle Artwork hier zum Beispiel. Wir sehen hier nur Schattierungen von den Bäumen. Aber sie sind da und sie gehören auch dahin und man muss sie auch erkennen können und paintbar machen, also dass sie auch paintbar sind. Und hier haben wir das. Das hier wird nachher viel dunkler alles. Das haben wir in den Farben ja schon gesehen. Aber das zu rendern, auch hier diese Farbverläufe, ohne da zu konfettilastig zu werden. Super. Ich bin gehypt. Wirklich. Das ist nicht für jeden was, aber ich finde es großartig. Was sagt ihr? Wie findet ihr es? Heather Hitchman, ist euch das zu abgefahren? Oder sagt ihr, ja, mega cool, finde ich toll. Also das ist schon so ein bisschen spooky auch mitunter, finde ich. So ganz andere Fantasy-Welt.
Und ich würde wahnsinnig gern, wie gesagt, ein Buch oder die Geschichte dazu ein bisschen tiefer reingehen. Die hat sie, glaube ich, aber auf ihrem Patreon-Account. Da hat sie mehr Hintergrund zu den Bildern und zu dieser Welt, zu Terratov. Das ist ja diese Fantasy-Welt, die sie mit ihren Bildern da erschafft. Eine sehr, sehr interessante Künstlerin. Wirklich. Ob das hier Limited Edition sein wird, das weiß ich nicht. Das werden wir morgen sehen. Und auch Augen auf, wie gesagt, habe ich ja schon mehrfach gesagt jetzt, damit Artlab entscheidet manchmal auch noch eine Stunde oder zwei oder so, ein paar Stunden nach dem Release, doch etwas limited zu machen, was es vorher nicht war. Und etwas zu entlimiteten, was vorher war, ich weiß auch nicht so genau. Diese Limited Edition Politik, da bin ich noch nicht hintergestiegen. Bei manchen liegt es an Lizenzen, ja, dass da nur eine begrenzte Lizenz da ist. Und bei manchen weiß ich nicht woanders ran. Aber damit Artlab released jeden Samstag 8 bis 10 Bilder. Plus dann ab und zu zwischen der Woche nochmal Sonderreleases und die Sachen an Black Friday. Und wir erinnern uns an den Geburtstag letztes Jahr, ans Jubiläum. Ja, das kannst du nicht alles auf Lager haben. Ja? Also dieser Shop ist so riesig. Sie müssen einfach manche Sachen limitieren. Das verstehe ich voll und ganz. Also haltet das einfach im Auge, wenn ihr dieses Bild unbedingt haben wollt. Ansonsten geht es auch auf die Wunschliste. Das ist auch großartig. Wunschlisten sind sehr geduldige kleine Gesellen. Meine Lieben. Und wenn man es halt nicht kriegt, dann geht die Welt am Ende des Tages meistens auch nicht unter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und lasst mir doch mal einen Kommentar da, wie ihr diese Kunst findet. Ist das eher spooky? Ich finde die Augen ja extrem spooky, by the way. Hier sind auch nochmal, ne, jeweils ein Ebi drin. Das habe ich euch aber gesagt. Jetzt hüpft sie von Höckchen auf Stöckchen. Ich war doch schon beim Tschüss sagen. Da. Da sind jeweils nochmal jeweils ein Ebi drin. Von dem gelben. Also, es wird so bing. Ist schon ein bisschen spooky. Er ist schon ein bisschen spooky, aber ich finde ihn auch majestätisch. Ich stelle mir da so einen schwarzen, geschnörkelten Rahmen drumherum vor. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mega. Also, wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und über einen Kommentar zu diesem Bild oder auch zur Künstlerin würde ich mich sehr freuen. Oder habt ihr irgendein anderes Bild im Auge für Samstag? Ja? Erzähl mal. Und ja, ich bedanke mich jetzt mal wieder fürs Einschalten, Anschauen und fürs Abonnieren. Wer das noch nicht getan hat, darf es gerne hier unten nachholen. Völlig kostenlos und gerne auch das Glöckchen aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und dann hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video hier alsbald wiedersehen. Und bis dahin, passt du bitte gut auf dich auf. Bleib schön kreativ und vor allen Dingen super entspannt. Bis dann. See ya!